Ja, Mahlzeit an alle Zuschauer. Ich grüße Sie ganz herzlich zum jetzigen JFD Live Trading TV 12:45 Uhr am Freitag, 18.09. Nachdem wir vorhin schon den Goldpreis recht gut einfangen konnten, haben wir jetzt den DAX im Visier, ein Stück weit später, weil wir erst mal sehen wollten, was jetzt noch passiert nach dieser, ja, fast schon Enttäuschung des gestrigen Tages zur FED-Sitzung, zum FED-Event. Wir wollen über die fundamentalen Auswirkungen gar nicht reden oder das Ergebnis. Letztlich nichts passiert, Zinswende aufgeschoben, große Fragezeichen, und der Markt bestraft das ein Stück weit. Nachdem es gestern wilde Volatilitäten kurzfristig gab, wir schauen uns das mal hier im Stundenchart an. Da haben wir das hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD. Hier sind die Wollerkerzen, diese großen Ausschläge ab 20 Uhr. Da ging es zur PK dann nochmal ein Stück weit weiter. Und zum Abschluss in der letzten Handelsstunde gerieten die US-Amerikaner unter Druck, und das führte natürlich auch nachbörslich den DAX hier zurück. Letztlich hat der DAX hier die untere Range jetzt angelaufen, und wir wiesen gestern am Nachmittag schon darauf hin, wobei es natürlich irgendwo eine gewisse Art von Münzwurf war. Aber es wurde ja im Prinzip eine Performance vom Euro-US-Dollar in Richtung 1,1450 präferiert. Demzufolge, ergo im Zuge der negativen Korrelation von DAX und Euro-US-Dollar, sollte es eigentlich dann beim DAX auch nach unten gehen. Das geschah jetzt letztlich mit der letzten Handelsstunde in den USA und jetzt dann letztlich hier auch im Geschäft vom Freitag. Mit dem Auftakt kannte der DAX dann eigentlich hier nur noch eine Richtung, und die führt eben oder führte auch bis zuletzt jetzt hier nach unten. Wir haben auch, wie wir gleich sehen werden, neben dem Unterschreiten der Marke von 10.000 Punkten auch die Daily Range schon ausgeschöpft. Stellt sich eben jetzt die Frage, was kann hier noch kommen? Zugegebenermaßen, denn natürlich der Verfall hat ja auch seine Auswirkungen gehabt. Dreifacher Hexensabbat, auch heute noch zusätzlich praktisch der Punkt, den wir auch die Woche über immer schon wieder ansprachen, nach dem Motto: Obacht geben, hier ganz gefährlich werden. Wilde Volatilitäten natürlich am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag, aber auch am Freitag. DAX ist jetzt letztlich abgearbeitet, 13 Uhr. Jetzt müssen wir nochmal sehen. Wir haben hier die Terminübersicht. Hier haben wir da den Verfall auf die Index Futures und Option, exakt 13 Uhr. Der Markt ist möglicherweise in die Richtung gedrückt worden. Vielerlei Spekulationen. Grundsätzlich hat der DAX zum Hexensabbat in der letzten Zeit, mein Kollege René Bertheit hat hier just einen schönen Kommentar zum DAX geschrieben, negativen Verlauf an den Tag gelegt, und das hätte man auch schon fast unter zyklisch-saisonalen Gesichtspunkten hier genauso covern können. Der DAX drehte nach unten, auch vor dem Hintergrund eben der eben angesprochenen Korrelation und, ich zeige es nochmal, der Saisonalität. Bereits gestern wies hier dieser saisonale Tendenzfall schon strange nach unten und wies im Prinzip darauf hin, dass der DAX wohl weniger nach oben rauskommt. Zudem das charttechnische Bild, auch hier auf Tagesbasis, wir bereits gestern schon hier dieses Range-Verhalten natürlich schon auch die Wochen vorher immer wieder ansprachen, aber auch hier im Sinne dieser durchaus bärisch wirkenden Struktur eben auch hier ein Rückgang erwartet worden war, und auch hier natürlich genau die Marke von 10.030, 10.000 Punkten in den Fokus genommen wurde. Und nun ist die Gretchenfrage: Wir sind drunter gefallen oder notieren da aktuell bei, und jetzt ist natürlich genau das, was machen die Amerikaner? Wir haben im S&P 500 auch hier auf dem Desktop den Chart dargestellt mit der bärischen Flagge, auch erst just diese Woche. S&P 500 in dieser bärischen Flagge, und wenn der da nach unten rauskippt, dann dürfen Sie dreimal raten, was der DAX macht. Dann wird natürlich hier eine weitere Verluststrecke zu präferieren sein. Und genau diesen Tendenzfall hatten wir ja gestern schon so vorgezeichnet, und mit der Saisonalität bleibe ich eigentlich weiter dabei. Der DAX dürfte hier für die kommenden Tage, gegebenenfalls Wochen, doch Obacht hier im Oktober, da fängt bullisch eine saisonale Phase an, eigentlich weiter zurücksetzen. Ja, also hier ist durchaus noch Luft nach unten, hier vielleicht ein möglicher Doppelboden vom September-Tief und dann jetzt hier praktisch, also vom August-Tief vielmehr, und dann im September noch ein Tief, hier als Doppelboden möglicherweise. Wäre eine ganz tolle Sache, um dann letztlich wieder übergeordnet anzuziehen. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten. Der Chart, wie gesagt, trübt sich aktuell ein, und beachten Sie deswegen mal den Wochenschlusspreis beim DAX. Oberhalb oder unterhalb von 10.000 dürfte auch dem ein oder anderen Privatanleger, der am Wochenende in sein Depot schaut und auch den Index hier als Leitfigur sozusagen hernimmt, vielleicht dazu bewegen, auch am Montag Verkaufsorders in den Markt zu stellen, sozusagen, dass das dann hier weitergeht, was heute schon seinen Anfang nimmt. DAX bleibt bärisch, insbesondere unterhalb von 10.000, das ist ganz klar zu favorisieren. Kommt er hier wieder zurück in die Range, und das kann für heute aufgrund des Überschreiten der bisherigen Tagesspanne nicht ausgeschlossen werden, dann bleibt es dabei: Beobachten Sie den DAX hier innerhalb dieser Range 10.000, 10.030 bis 10.370. Hier oben ist der Deckel drauf, ganz klarer Widerstand. Unterhalb von 10.370 bleibt der DAX
überhaupt nicht auf der Long-Seite in Erwägung zu ziehen. Erst wenn er hier ausbricht, darf man darüber nachdenken. Mit dem Rückgang jetzt nach unten wieder, mit dem Antäuschen, selbst wenn er zurückkommt, bleiben für die kommenden Tage, Schrägstrich in der nächsten Woche, hier durchaus Short-Engagements zu empfehlen, um dann eben hier auf einen letztlichen Ausbruch nach unten zu spekulieren. Wir haben nochmal kurz im Stundenchart, bevor wir uns dem MetaTrader 4 zuwenden, hier jetzt eine sehr überverkaufte Situation. Ja, spricht dafür, dass der DAX sich jetzt hier möglicherweise stabilisiert in dieser Zone 10.000, 10.100. Sie sehen auch hier, gab es im September immer wieder bei 10.100 Käufe, die eben heute hier nicht erfolgten. Was nach dem Terminverfall hier um 13 Uhr passiert, ja, muss man mal abwarten. Gegebenenfalls zieht der DAX ja wieder an und bietet dann hier im Stundenchart eine mögliche Pullback-Chance, um hier auf einen neuen Short zu setzen. Das wäre hier eine ganz schöne Sache, weil wir haben hier jetzt, weil es eben einst ein Unterstützungslevel war, jetzt hier einen ganz, ganz signifikanten Widerstand, und das kann man mal hier kurzfristig als eben solches Level darstellen. Jetzt kopieren wir nochmal hier so ein Symbol und machen das nochmal sehr schön anschaulich, worum es jetzt hier geht. Sollte der DAX also hier heute nochmal eine Erholung starten, was nicht ausgeschlossen werden kann, dann wäre das im Sinne der Saisonalität und des ohnehin trüben Chartbildes eigentlich eine Einladung dafür, hier unterhalb von 10.100 Punkten Short zu gehen. Gut, das mal hier kurz in dieser Beschau. Jetzt gehen wir mal auf den MetaTrader, um Ihnen mal die Range nochmal zu zeigen. Sehen wir hier, 252 Punkte im JFD DAX, also der JFD Indikation, 24-Stunden-Handel, und hier 217 beim Xetra DAX. Und wir sehen hier die Average True Range, denn der Xetra DAX bewegt sich im Schnitt rund 200 Punkte, die JFD Indikation 219, und da sind wir hier bei beiden drüber. Also für Overranged der Tage, also Tage, wo praktisch der Index deutlich über seine Range sich bewegt, könnte man hier im Sinne der starken Trendbewegung weitere Shorts aufbauen. Ja, das passiert in etwa 2 bis 3 Tagen maximal im Monat, dass wir so starke Range-Tage haben. Und wenn die an Fahrt gewinnen, dann kann man sich hier positionieren und eine schöne Ausbruchsbewegung mitnehmen. Denn viele Anleger bleiben eben der Meinung treu, sofern sie es denn überhaupt beobachten, hier diese Range, wenn sie denn ausgeschöpft ist, mit Vorsicht zu betrachten. Ist auch grundsätzlich richtig, denn in mehr als 80% der Fälle bewegt sich der Index oder was auch immer in seiner durchschnittlichen Handelsspanne, aber in 20% der Fälle geht es eben auch mal drüber hinaus und dann sehr deutlich. Das muss man mal abwarten, was heute passiert, aber eine technische Erholung würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der DAX hier ein bisschen um die 10.000 Punkte Marke kämpft. Also wenn es jetzt hier eine klare Aufgabe der 10.000 gäbe, was ich jetzt hier nochmal darstelle, nicht ausgeschlossen werden kann, ganz klar. Ja, wenn die Bären jetzt hier nochmal richtig durchstarten, gibt es einen Overrange Day und dann knallt es nach unten durch. Andererseits, wenn die 10.000er umkämpft wird, dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir hier nochmal ein Stück weit reinlaufen, aber bei 10.100 Punkten sehe ich dann hier eigentlich unter Intraday-Gesichtspunkten eine sehr schöne Short-Chance, die man nutzen könnte. Gut, liebe Zuschauer, dann will ich Sie jetzt in Anführungszeichen gar nicht weiter zutexten. Ich denke, das ist alles auf den Punkt gebracht. DAX, wenn er denn fällt, erwarten Sie einen steigenden Euro-US-Dollar, also eine US-Dollar-Schwäche, Euro dann entsprechend raus. Und wir haben auch den Euro gestern schon per Video in den Fokus genommen. Wenn es dazu kommt, dann hat Euro auch hier deutliches Potenzial nach oben. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche jetzt erstmal, wer noch nicht gespeist hat, eine schöne Mahlzeit. Und wenn Sie mögen, hören wir uns gegebenenfalls am Nachmittag wieder zur Beschau der US-Indizes. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.